Hallo und willkommen zu MDR Aktuell um 5:11 Uhr. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die Lieferengpässe bei Medikamenten für Kinder beenden. Dafür sollen die bisher starren Preisgrenzen gelockert werden. Lauterbach sagte im ARD-Morgenmagazin, die Festbeträge für Medikamente ohne Patentschutz seien in Deutschland besonders niedrig. Darum rechne sich die Produktion für die Hersteller oft nicht. Die Lösung, die das an der Wurzel anpackt, ist, wir müssen diese Arzneimittel für Kinder aus den Festbeträgen herausnehmen, sodass die auch teurer verkauft werden. Da will ich heute schon reagieren, dass die Krankenkassen angewiesen werden, 50% mehr zu zahlen als diesen Festbetrag. Dann werden auch die Medikamente, die jetzt in Holland verkauft werden, wieder in Deutschland verkauft. Denn oft ist es so, dass die gleichen Medikamente im Ausland besser bezahlt werden. Dann wandern sie, wenn es knapp sind, ins Ausland. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt befasst sich zur Stunde mit Fragen zum Urlaubsanspruch. Dabei geht es darum, wann nicht genommener Urlaub verjährt und wie das bei Langzeiterkrankungen zu regeln ist. Mit den Fällen hatte sich zuvor auch schon der Europäische Gerichtshof befasst. Einfach mal die Seele baumeln lassen, ob in den Bergen oder am Strand. Urlaub steht jedem Arbeitnehmer zu. Doch was, wenn er nicht dazu kommt, ihn zu nehmen? Lange verfiel er. 2019 entschied das Bundesarbeitsgericht, Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter auf noch nicht genommene Urlaubstage aufmerksam machen. Doch was, wenn das in der Vergangenheit nicht passiert ist? Das wollte nun eine Frau aus Nordrhein-Westfalen klären und zog vor Gericht. Bei ihr geht es um Urlaubsansprüche aus den Jahren 1996 bis 2017. Das Bundesarbeitsgericht hat diese Frage an die Richter des Europäischen Gerichtshofs weitergeleitet. Diese urteilten, Resturlaub darf nicht einfach verfallen und nach 3 Jahren verjähren. Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer auffordern, den Urlaub zu nehmen. Heute entscheidet das Bundesarbeitsgericht, ob die Frau ihre Urlaubstage nachträglich noch erstattet bekommt. Falls ja, könnten auch andere Beschäftigte Urlaubstage, die schon verfallen schienen, in Anspruch nehmen. Und das Urteil dazu könnte schon in den nächsten Minuten fallen. Sie erfahren es zuerst online auf mdr.de und dort finden Sie auch weitere Hintergründe zu dem Thema. Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitol hat strafrechtliche Ermittlungen gegen Ex-Präsident Trump empfohlen. Das Gremium wirft ihm unter anderem Aufruhr, Behinderung eines öffentlichen Verfahrens sowie Verschwörung gegen die US-Regierung vor. Mit der Erstürmung des Kapitols vor knapp 2 Jahren hatten tausende Trump-Anhänger versucht, dessen Ablösung durch den Wahlsieger Biden zu verhindern. Nach seiner Geiselnahme in der JVA Burg ist der Attentäter von Halle nach Bayern verlegt worden. Das sachsen-anhaltische Justizministerium teilte mit, der Mann sei von Spezialkräften per Hubschrauber nach Augsburg gebracht worden. Er hatte vor einer Woche versucht, aus der JVA Burg auszubrechen und dabei Wachleute als Geiseln genommen. Nach einem Lkw-Unfall im Salzlandkreis ist die Autobahn 14 Richtung Magdeburg in der Nacht stundenlang gesperrt gewesen. Laut Polizei war am Abend ein Sattelzug zwischen Könnern und Plötzkau von der Fahrbahn abgekommen. Verletzt wurde niemand und seit dem Morgen ist die Autobahn wieder frei. Das Fußballteam vom Weltmeister Argentinien ist in der Heimat angekommen. Das Team um Superstar Lionel Messi landete in der Nacht in Buenos Aires. Tausende Fans bereiteten den strahlenden Siegern einen gigantischen Empfang. Und auch die französische Fußballnationalmannschaft ist von tausenden Fans in Paris gefeiert worden, trotz der Enttäuschung über die Niederlage im Endspiel. Jetzt fehlt noch der Blick aufs Wetter, hier die Aussichten. Am Nachmittag ist es meist bewölkt, gebietsweise regnet es, dazu 3 bis 10 Grad. Und weiter auf dem Laufenden bleiben Sie bei unserem Nachrichtenradio MDR Aktuell und natürlich auch online auf mdr.de. Jetzt geht's hier wie immer weiter mit dem Ländermagazin MDR um 11. Kommen Sie damit gut durch diesen Tag.